which is for Ali is to just continue what he's doing, because he's doing perfectly fine. I've seen him from the beginning, and it's like raising curve. So what I wish him is just to continue this journey, because he's doing great, you know, step by step, he's just growing. So yeah, just wish him to keep on going on, yeah. I'm very familiar with the pictures, you know, from the beginning. So for me, it's very interesting to see all the difference months after months. And tonight, actually, I was very happy to see something new. Because, you know, I think it was needed, and then I was very happy. I didn't know he was doing something new. So I was very happy about this, you know, painting here, for instance, and this one, which has different nuances. So I'm glad also it's evolving in its artwork, and not just in space and promotion, but also in the work itself. Ali, wünsche ich nur das allerbeste, ganz viel Erfolg. Ich bin von ihm überzeugt und auf dass er noch ganz lange kreativ bleibt und gesund, dass wir uns noch lange an seinen Bildern und Werken erfreuen können. Sie sind einfach lebensbejahend, froh, bunt wie das Leben. Alles Gute, lieber Ali. Ali, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und weiterhin so ein kunterbuntes Leben. Sag mal, Ali. Ali. Hallo, Ali. Wir wünschen dir sehr viel Glück und sehr viel Verkäufe und sehr viel Erfolg und huzurlu, sağlıklı, nice yıllara. Umarım böyle devam eder. Ich erzähle nur Quatsch, irgendwie mir fällt gerade nichts anderes ein. Es ist echt komisch, hier vorher zu stehen. Aber ja, alles Gute, mein Schatz. Wir lieben dich sehr und du wirst von sehr vielen Menschen geliebt, was man sehen kann. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Sag tschüss, Ali. Tschüss, Ali. Hallo Onkel, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg an deinen Werken. Und ja, viel Erfolg und viel Spaß mit deinem Leben. Wir sind stolz auf dich. Wir lieben dich. Erstmal alle zusammen herzlich willkommen. Vielen Dank für euren Support, dass ihr mich unterstützt. Das ist meine Fläche von 111 Quadratmetern und ich habe mir jetzt gerade etwas verwirklicht. Ich denke, diese Kombination mit Café, Galerie und Workshops mit Kindern, auch mit den Merchandising produzieren, Vertrieb davon, ist nicht zum ersten Mal wahrscheinlich, aber für mich ist es was zum ersten Mal. Und ja, ich möchte mich ganz bedanken, auch bei der Kunststiftung, die mich auch mitunter unterstützt hat. Und des Weiteren auch bei Manuel Sandfors, der für mich immer wieder da war und die Textgestaltung für mich definiert hat. Auch bei allen anderen Freunden, bei meiner Familie natürlich, bei Freunden, Bekannten. Und ja, ich möchte jetzt nicht lange um den heißen Brei reden. Jetzt haben wir gleich eine bezaubernde Stimme, die Miriam Netti. Und unseren Gitarristen. Und ja, ich würde einfach gerne mal weiterreichen und lasst euch einfach mal ein bisschen hypnotisieren. Zu meiner Person wisst ihr ja so ein bisschen Bescheid, wo ihr seid, was ihr tut und mit wem ihr es hier zu tun habt. Ich bin ganz bescheiden, ich bin der Ali Görmitz. Das war's. Ich reiche einfach weiter. Und ja, und das ist meine Mama, die würde ich auch gerne natürlich vorstellen. Sie ist aus Bielefeld heute angereist. Mein Bruder, mein Neffe, meine neue Schwägerin, die ich seit etwas über 10 Jahren habe, und mein Neffe und so weiter. Und ja, also viel Spaß und lasst euch mal ein bisschen hypnotisieren von der Stimme. Ja.
Das aus Billy findet man in der Gustav-Freitag-Straße 5 in Berlin-Schöneberg. Öffnungszeiten von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Und die Künstlerin heißt hier Miriam Netti. Eine zauberhafte Frau und eine zauberhafte Stimme, muss man gehört und gesehen haben. Ja, Miriam Netti. La cara bambina, primavera di